aus Hamburg. Heute geht's mal um eine Episode aus meinem Leben als Figurmacher. Ja, also heute habe ich wieder eine schöne Kundenanfrage bekommen. Eine Kundin, die schon bei mir mal im Coaching war, schrieb mir, ja, du hast mich überzeugt, ich gehe jetzt zum Muskeltraining hin. Ich habe im Internet gelesen, Muskeltraining ist wirklich gut. Ja, das soll ja auch den Stoffwechsel anregen und man soll mehr verbrennen. Hoffentlich gelingt mir dann das Abnehmen viel, viel besser, wenn ich jetzt noch Muskeltraining mache. Alles klar, die war jetzt sozusagen durch mit ihrem Coaching, hat sich nur mal gemeldet, gesagt, ja, hat alles ganz gut geklappt, vielen Dank. Jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und mache das. Jetzt gibt es in diesem Fitnessstudio Diagnostik-Tools, unter anderem sowas mit Stoffwechselmessungen, wo man reinatmet, mit respiratorischen Quotienten. Es gibt auch tolle Tools so mit Elektroden für bioelektrische Impedanzanalyse. Also viele, viele, viele tolle Diagnostik-Tools. Und dann schrieb mir die Kundin, ja, die haben mich da durchgemessen und ich habe tatsächlich zu viel Fett. Das wusste ich ja schon vorher, dass ich nicht so viel Muskeln habe, weil ich so viel Fett habe. Das haben die mir dann nochmal bestätigt und ich wusste auch schon, dass mein Stoffwechsel vielleicht nicht ganz so gut läuft, was auch immer. Jedenfalls bei der Stoffwechselmessung kam raus, dass ihr Grundumsatz gerade mal bei 1200 Kalorien liegt. Und wenn sie das im Rechner eingeben, also beziehungsweise in einen Rechner eingeben würde oder im Internet, dann kommt da raus, ja, dass sie mindestens bei ihrer Größe und dem Gewicht 1600 Grundumsatz haben müsste. Jetzt hat sie 1200, das führt sie dann darauf zurück, dass irgendwas in ihrem Körper nicht stimmt und dass sie gerne wieder ihren Stoffwechsel pushen möchte, wieder anregen möchte. Ob es das gibt, ist jetzt erstmal egal. Geht einfach nur darum, dass die im Studio dann gesagt haben, alles klar, wir haben jetzt hier Krafttraining für dich, aber wie wir deinen Stoffwechsel anregen, das wissen wir nicht. Also wir haben jetzt festgestellt, dass der nicht läuft, aber wir haben keine Lösung. Und das ist häufig so in Fitnessstudios, dass die dann irgendwelche Waagen haben, wo rauskommt, du hast zu wenig Muskeln, hast zu viel Fett und du möchtest gerne etwas Fett loskriegen. Aber sie sagen, ja, also Training kannst du machen, du kannst dich hier im Zirkel setzen oder wir machen ein normales Programm mit 12 Wiederholungen, mit 20 Wiederholungen, mit 8 Wiederholungen, was auch immer. Und dann noch Cardio beim Puls von 130 oder egal. Aber es gibt keine Lösung. Es gibt in vielen Fällen keine Lösung für die Ernährung. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, mehr trainieren oder was? Training alleine wird nicht reichen. You can't out-train a bad diet. Du kannst also nicht so viel essen, beziehungsweise du kannst nicht so viel trainieren, dass du das, was du isst, wegtrainierst. Das geht nicht. Die Ernährung ist 35 Mal die Woche und das Training ist 3-mal die Woche. Deswegen musst du wirklich auf die Ernährung achten. Man sagt so, 70% sind Ernährung, 30% sind Training und zu 100% musst du dabei sein, du musst dich disziplinieren, du musst motiviert sein und das durchziehen. Bloß wenn du keinen Plan hast, dann ist natürlich schlecht. Also was machen wir jetzt? Jetzt mache ich den Plan. Okay, also jetzt das Fitnessstudio kann ihr nicht helfen. Ich mache jetzt den Plan, um ihren Grundumsatz höher zu bekommen, zusammen mit dem Training. Also da haben wir auch schon Mittel und Wege. Das wird nicht innerhalb von 2 Wochen passieren, das ist ganz klar. Wenn man jahrelang niedrigen Stoffwechsel hatte, was auch immer das bedeutet, dann dauert das ein bisschen. So, das heißt also, liebe Fitnessstudio-Besitzer und liebe Fitnessstudio-Gänger, wenn ihr eine tolle Analyse bekommt, wie viel Fett ihr habt und wie euer Stoffwechsel läuft, dann fragt bitte auch nach der Lösung. Für Ernährung, Training alleine reicht nicht. Du brauchst auch eine Lösung für die Ernährung. Und da ist es halt so, dass die meisten leider keine haben. Ich biete dazu Module an, das wisst ihr vielleicht, aber es geht ja gar nicht darum, heute was zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, dass ich es irgendwie schade finde, dass alle tollen Diagnostiktools haben, aber nichts wirklich Richtiges. Das, was dann vielleicht noch kommt, ja, mach mal eine Stoffwechselkur oder so, oder isst mal ein paar Riegel. Das ist alles ganz schön und gut, aber es ist ja irgendwie nichts Langfristiges. Es ist irgendwie nichts, wo man sich dran langhangeln kann, sein Leben lang oder für die Zukunft auf jeden Fall, dass man so merkt, was ist gut. So, das sind also die Sachen, wenn ihr Diagnostiktools habt, klasse, aber dann bitte auch Lösungen dazu. Heute bin ich beinahe vom Stuhl gefallen. Heute kam ein Mann zu mir gefahren, der ist 500 Kilometer mit dem Auto zu mir gefahren, weil er mich auf Facebook, ich war auf YouTube gesehen hat, hat gesagt, Mensch, der weiß was. So, dieser Mann kommt zu mir, hat schon über 40 Kilo abgenommen und hatte seit seiner Kindheit Beschwerden, dass er nicht auf Toilette konnte, immer Verstopfung hatte und immer dicker und dicker wurde, auch durch Sport und so weiter. Und müde war er und alles Mögliche.
Und dann kommt er, geht er zu allen möglichen Ärzten hin, alle sagen, ja, das ist nun mal so, manche können öfter auf Toilette und du halt nicht, da musst du dich halt mit abfinden und fertig. Und wenn du ein bisschen müde bist, dann schläfst du halt mal ein bisschen mehr, guckst nicht so viel Fernsehen, was auch immer. Irgendwann war er dann so kaputt, dass er so lethargisch wurde und so depressiv, dass er dann in die Uniklinik kam. Und die Uniklinik hat ihn 1,5 Wochen auf den Kopf gestellt. Die haben gedacht, das Cushing-Syndrom, also das hat was mit Nebenniere zu tun und mit Cortisol und so weiter. Das war aber einigermaßen in Ordnung. Da war das gar nicht. Da lag der Hase nicht im Pfeffer, wie man so schön sagt, sondern es war was anderes. Bis durch Zufall. Seinem 28. Lebensjahr, mal einer sagte, weißt du was, müde, Gewichtszunahme, du kannst nicht auf die Toilette, du bist depressiv. Das könnte Schilddrüse sein. Nach 28 Jahren sagt mal jemand, das könnte Schilddrüse sein. Also, ich meine, das ist doch vorher schon bekannt, also diese Symptome. Und dann haben sie es Ultraschall gemacht und da kam raus, dass die Schilddrüse viel, viel kleiner ist als normal. Die hat sich schon irgendwie abgebaut durch eine Autoimmunkrankheit. Wie auch immer, woran das liegt, ist eigentlich ganz egal. Letztendlich muss man ja versuchen, den wieder hinzubekommen. Und der ist jetzt bei mir und ich darf natürlich keine Schilddrüsenhormone verschreiben. Ich bin ja kein Arzt. Ich werde das begleiten und gucken, was macht der Arzt. Und ich werde ein paar Tipps geben, natürlich. Das mache ich auch, Ernährung und Training. Und der hat natürlich einen mega hohen Östrogenwert, auch als Mann, weil er halt immer, weil er so viele Jahre so schwer war. Und der ist total müde und der hat natürlich einen niedrigen Testosteronwert, weil er so harte Diäten gemacht hat. Das ist ganz klar, dass das, dieses Mobile von den Hormonen ist dann durcheinander. Und das zeigt mir mal wieder, wow, was eigentlich los ist. Ja? Man macht Diagnostiken ohne Ende, aber keiner weiß, was man machen muss. Oder man untersucht den Menschen nicht ganzheitlich. Man guckt nur, könnte das oder das sein. Und ohne jetzt zu prahlen, oder wie auch immer, bei mir, wenn ihr zu mir kommt, kriegt ihr 26 Seiten Anamnesebogen. Und ich frage alles ab. Schilddrüse, Magen, Darm, Leber, Niere, Hormone, Schlaf, alles. Stress. Es wird alles abgefragt, um zu gucken, wo ist denn irgendwas los. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich verstehe das alles und ich habe sehr, sehr viel auch studiert bzw. gelesen und Kurse belegt und Weiterbildung gemacht, um das zu verstehen, um das ganzheitlich zu verstehen, was ist eigentlich los, wenn dies oder das ist. Es ist ja meistens nicht nur eine Sache, wie wir die Ursache finden, dass letztendlich was gekommen wäre und worden wäre. Bei dem jungen Mann wäre dann wahrscheinlich irgendwann mal das Arzt gesagt hat, du stellst dich an, ich gebe dir erstmal Antidepressiva oder irgendwas für einen Antrieb. Das wäre dann irgendwann gekommen. Das nimmst du morgens, damit du wach wirst und das nimmst du abends, damit du schlafen kannst. So wird es wahrscheinlich gekommen sein. Und wenn ihr da draußen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr auch sowas Ähnliches erlebt habt, bitte schreibt es doch mal drunter und wie ihr das in den Griff bekommen habt. Ich möchte überhaupt niemanden ankreiden oder was auch immer. Das liegt mir fern. Ich möchte nur Lösungen aufzeigen. Was könnte man denn machen? Wenn irgendwas, wenn es einem nicht so gut geht und so weiter. Okay, ich sage herzlichen Dank für eure Zeit. Bitte wünscht euch weitere Themen. Ein Thema war noch Nahrungsverbesserer, wollte eine Dame hören, bei ja zur Vorbeugung von grippealen Infekten. Mache ich auch noch gerne, aber das musste ich jetzt erstmal machen. Bei mir ist es ja Figur, das ist ja der Figurmacher-Podcast on demand. Das, was mir gerade so auffällt, mache ich. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt dran, liked den Kanal, teilt auch gerne dieses Video und wünscht euch Themen und schreibt drunter, wie geht es bei euch aus, wie sieht es bei euch aus, habt ihr ähnliche Beschwerden, konnte jemand euch helfen, was auch immer. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße, Andreas Scholz.